Ja, dann geht's jetzt hier mal los. Im ersten Spiel der ESL ThinkFast Razor League Qualifiers 2 zwischen German Gods und Tiny Team. Beziehungsweise wieder Tiny Tim, die sich letztes Mal bis ins Halbfinale vorschlagen konnten und dritten oder vierten Platz gemacht haben. Von daher, ja, arme German Gods. Aber ich bin gespannt. Das hat erstmal so ja noch nichts zu sagen. So richtig. Daher kann hier viel passieren. Und ich gucke mal gerade. Und in der Tat, German Gods haben letztes Mal den dritten Platz gemacht. Naja, Platz 3 gegen im letzten Spiel die German Gods haben den 22. Platz gemacht. Haben also dort ziemlich schnell auf ein Team getroffen, wo das Matchmaking sie leider gegen ein Team gesetzt hat, was ein bisschen zu imber war. Das werden wir gespannt sein, ob das dieses Spiel auch der Fall ist. Oder ob German Gods sich für Tiny Team als erste Blockade hier ja, zeigen werden. Im Spiel haben wir Invoker Naga Bun von German Gods und Panda Death Prophet Bun von Tiny Team. Ja. Aber German Gods picken erstmal den Faceless Void. Immer noch Strong und bin mal gespannt, was Tiny Team hier pickt. Aerith Mage wäre noch so eins. Oder, keine Ahnung, Terrorblade wäre wahrscheinlich tatsächlich sogar ein offensichtlicherer Bann. Terrorblade, Skywrath Mage und oder Razor würde ich jetzt für die erste Stage doch mal in den Raum werfen. Ob es so der Fall ist, werden wir sehen, ne? Muss man sehen. Lassen sich hier noch ein bisschen Zeit, müssen vielleicht in dem Strategiebuch noch ein bisschen wälzen und Skywrath Mage, Ogre Magi. Zwei starke Supports, zwei gute Roamer. Also gehen hier damit, ignorieren den Terrorblade. Und aber sind auf jeden Fall, haben sich quasi die an sich stärksten Supports im Spiel geholt. Klar gibt es Supports, die mehr Plays machen können und so, wie Sand King. Aber sehr stabil, sehr stark, sehr Roamerig und durchaus für Kontrolle gut. Mensch für Spirit wird von Faceless Void aufgepickt. Ein bisschen ins Early Game. Und auch mehr Kontrolle zum Faceless Void hin. Als irgendwas kommen sollte. Mal schauen, wie die Buns dann auslaufen. Aussehen. Indessen kann ich nochmal zum Anfang der Series, da wir hier in der Gruppenstage 64 sind. Das heißt, dass wir erstmal so. Wobei diesmal 32 sogar. Also wir haben 32 Teams, die hier gegeneinander antreten. Das ist sogar exakt 32. Sind. Ja, diesmal nicht 64 sein müssen von den 40 Teams, sodass die Hälfte von denen Death Wins bekommt. Sondern wir haben wirklich 32 Teams, die gegeneinander antreten. In einem Lineup, was halt auch von 32 runter auf ein Gewinner-Team geht. Genau, das ist Arrow 32, Arrow 16, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Der Gewinner kriegt 100 Punkte und immer so weiter absteigend. Haben halt. Naja, erster Platz kriegt 100 Punkte, zweiter Platz kriegt 70, dritter Platz kriegt 50, vierter Platz kriegt 30. 5 bis 28 und 9 bis 16 dann 10. Das heißt, prinzipiell, wer hier das erste Spiel gewinnt, hat schon mal 10 Punkte sicher. Im Endeffekt wird dann nach 4 Qualifiers zusammengerechnet und die besten, ja, x Leute kommen weiter. Also ich habe irgendwas das Gefühl mit 20 so rum. Damit wir Gruppenstage haben, von den 20 kommen dann 8 in die Playoffs und dann wird dort um ganz viel Fame und ganz viel Merch von Razer gespielt. Die ja auch nicht ohne Grund hier in der ThinkFast Razer League der Sponsor sind. Zweite Pickphase haben wir einen Spectre-Bun und einen Clockwork-Bun von German Gods, denn ja, Tiny Team brauchen zum einen noch einen Offlaner und zum anderen noch einen Bettencarry, wo Spectre definitiv eine gute Wahl gegen ist. Ja, Pugner und Sand King
wird von Tiny Team gebannt. Somit halt sowohl den Pugner raus, der ein bisschen pushen könnte und auch einiges an Utility in die Ono rein hat. Und den Sand King, der natürlich dadurch einiges an Problemen machen könnte. Das halt ein richtig starker, richtig beliebter Held ist. Und halt auch nicht nur in den Händen von FY von VG Gaming richtig stark ist. Machen wir es von Tiny Tim. Ja, werden wir vielleicht... Was ist das sonst immer? Ein PA? Das hatte... Ja, ich glaube, war das Cloud9, das es probiert hatten. Magnus und PA-Kritz da rein. Und halt auch noch ein paar andere Teams, die ich kenne. Ist ziemlich stark, aber ist halt auch auf die... Ja, auf die API bezogen. Was aber nicht so schwierig ist. Weil es ist halt immer dieses, okay, wir haben eine crazy Combo und wir können auch so fighten. Wenn halt irgendwann mal was richtig funktioniert, dann haben wir da einen großen Teil des Spiels schon fast gewonnen. Wenn nicht, dann, naja, Magnus ist ein guter Laner, wir haben einen PA, die gut so farmen kann und ein guter Carry ist und Supports auseinandergenommen wird. Aber erstmal die Luna von German Gods. Und Mirana ist tatsächlich hier der Carry of Choice von Tiny Team. Es sei denn, sie wollen die offline stellen, was ja eigentlich sinnvoller wäre. Luna Void, da sollte man irgendwas Fettes gegenstellen. Sowas eben wie eine PA. Die auch immer wieder Evasion hat in der Chrono, das heißt, sie wäre hier ein richtig guter Pickoff. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Tiny Team die spielen wollen. Wenn nicht, ist. Ja, ein Terrorblade noch drin. Viper. German Gods haben durchaus einiges an Tank und einiges an potenziellem Damage Output, wenn die Lanes gut laufen. Wenn nicht, ist Viper relativ squishy, Luna relativ squishy. Wir sehen hier, wir haben komplett nur Agility-Helden. Ja, ist Tiny Team ausgeglichener. Muss mal gucken. Aber dann hier gebannt. Was als weiterer tankiger Held, der noch heilen könnte, wäre das durchaus eine super Idee gewesen. Dazzle wäre auch noch drin, ist aber hier ja zu defensiv, glaube ich, für sie. Wollen sie irgendwie reingehen. Ich bin gespannt, was für ein Carry jetzt hier rausgenommen wird. Morphling wäre halt noch drin, Terrorblade wäre noch drin, PA wäre noch drin, Sven wäre noch drin, irgendwas schönes Synergy mit der API oder sowas und was er doch alleine klarkommt. Und Sven wird es erstmal sein, der gebannt wird. Anti-Mage wäre aber auch noch drin, besonders mit dem Magnus zusammen. Prinzipiell kann Magnus halt mit dem Empower jeden kritten lassen und es ist die PA tatsächlich. Sehr schön. Und sie gehen halt voll auf diese API und Coup de Gras Ultra Damage Combo. Ja. So lässt sich das ganz gut zusammenfassen. Und German Gods brauchen hier noch einen Support. Mal schauen, was noch drin ist. Irgendwas offensichtlich oder was anderes. Wenn das Lina ist im Kommen? Nee, nicht sicher. Lina nicht unbedingt, aber. Ja, oder ein Line oder eine Lina wäre durchaus vielleicht für die PA ganz. Gar nicht mal so schlecht. Relativ squishy die Leute von Tiny Team soweit. Auch Magnus ist nicht so der tankigste Held. Sogar Magic, klar, aber. Ja, so ein Line oder eine Lina wäre hier durchaus nicht zu verachten. Einfach um den Damage zu haben, um schnell Leute rauszuholen. Weil besonders die PA ohne BKB erstmal geht da relativ schnell down. Und besonders eine Lina mit Agas, wenn sie das denn zusammenfarmt, kann durchaus. Könnte hier durchaus ziemlich fett werden. Aber dann, ja, wäre sie wahrscheinlich besser, wenn sie in der Mitte oder gecarried tatsächlich wäre. Einfach um zu sagen, okay, ihr habt jetzt Damage, habt ihr die PA. Wir haben eine Lina, die in der Zeit, wo ihr einen BKB farmt, hat ihr Agadems farmt. Dann hat einfach PA kommt ran, zick, tot. Wäre eine Idee hier, aber ich glaube, German Gods sind schon zu weit, um das zu machen. Und ja, mit Lina, Void, Viper wäre schon cool gewesen, aber sie gehen mit dem Necro. Bisschen Kontrolle für die Phantom Assassin, in der Hoffnung, dass sie low wird. Ja, viel Tank. Die Frage ist halt wirklich, was passiert, wenn eine gute API sitzt und die PA da reinkrittet. Dann sehe ich so ein bisschen... Dann könnte das halt sehr schnell nach hinten gehen. Udin auf der Toilette. So, deshalb regnet es also. Zum Glück sitze ich drin. Support Void. Easy. Nein. Easy Necro Support.
Mal gespannt, wie sich das so auswirken wird. Oder halt, sie gehen aggressive. Necro, Viper und ja, doch, doch. Das sieht auch relativ gut möglich aus. Und ein Go von GG Odin. Die germanischen Götter legen los. Also, auf der Seite von Team Tiny, Tiny Tim. Scheiße. So. Okay, haben wir Pitbull auf dem Ogre Magi. Zusammen mit LeBron Lothar. Den es Gareth Mage übernimmt. Und auf dem Iraner. Die, ja, carryen wird. Cold ist in der Mitte auf der Phantom Assassin. Und zu guter Letzt Fanny auf der Offlane. Und ja, TT gehen schon davon aus, dass es eine Aggro-Lane wird. Weil ich mir tatsächlich gerade gar nicht so sicher bin. Oder sie gehen halt einfach auch so aggro. Kann sie natürlich auch so machen. Ich weiß nicht, ob es ein Dodge ist oder nicht. Aber es scheint eine normale Lane von German Gods zu sein. Mit Thor auf der Vengeful Spirit. Loki in der Mitte, ja, als Support Necro. In der Mitte ist Tiu auf der Viper. Fenrir unten face, auf dem Faceless Void. Und zu guter Letzt Odin oben auf der Carry Luna. Ja, und ich glaube, TT wollen hier unbedingt diese Rune haben. Und es sieht mir sehr danach aus, als ob sie die auch bekommen werden. So. Ja, mal schauen. Gehen hier mit zwei Supports rein. Je nach Arrows. Bin gespannt, haben einiges an Stun. Sehen hier, dass auch gewardet wird. Erstes dann ist draußen, aber Arrow wird... Arrow trifft und das könnte unser Festplatz sein. Es sollte mit dem Bodyblocks unser Festplatz sein. Miranda kriegt den Last Hit. Obwohl LeBron da versucht hatte, noch den Last Hit zu machen. Oder halt, ja. Nicht aufgehört hat zu hitten wie Pitbull. Anyway, Festplatz zu Miranda, die da doch ja ihre Bootzeit beziehungsweise den fast den kompletten Ring of Aquila fertig hat. War eine Trap, auf den GG dann nicht vorbereitet war. Hier in der Mitte gegen Viper. Es kommt aufs Positioning an. Auf jeden Fall die Viper hat eigentlich erstmal die Nase vorne. Das Problem ist, wenn... Ja, mit Blur als erstes und High Ground ist da doch die Chance auf Evaden relativ groß. Das tut sie gerade richtig stark. Ansonsten Tri-Lane. Zieh die Wave weg. Und schaffen es auch gerade so, von den Creeps da wegzukommen. Aber ja, kommen die Wave erstmal zum Last-Hitten, ohne dass sie denied werden kann. Das sind halt, ja, mit einem Last-Hit. Also sie haben auf, die German Gods haben ja auf jeden Fall mehr Ranged Heroes. Deshalb benutzen wir ein paar Tricks, um halt die ersten Last-Hits so zu bekommen. Und auf der Bottomlane als letztes haben wir Fenrir gegen Fanny. Der auch, ja, Empower First macht und sagt, okay, hier, Escape brauche ich hier eigentlich nicht. Dann gehe ich mal Full Greed und conteste das Ganze mal zu spät gesehen. Necro geht down und hier sollte doch die Luna down gehen. Luna down, Miranda Double Kill, 3 zu 0. Das war ein Arrow. Was für einer. Ups, 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 das läuft definitiv nicht gut für die German Gods hier. Prinzipiell jetzt ist die komplette Tri-Lane einmal gestorben. Ist noch nicht so schlimm. Würde ich jetzt erstmal sagen. Denn, ja, Tri-Lane versus Tri-Lane kann es durchaus passieren, dass die eine Tri-Lane einmal kurz gewiped wird. Und Necro geht jetzt runter. Double Lanes. Und es wird jetzt erstmal die Luna komplett alleine gelassen. Mal gespannt. Ah, ne, okay, sie swappen einfach komplett durch. Fanny sollte dann, glaube ich, danach jetzt Skewer skillen. Ja. Jetzt kommen die defensiven Sachen. Und außerdem kann er da vielleicht Kills mitmachen. Nächstes Forward auf der Top-Lane. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass Tiny Team jetzt gleich rotieren wird. Ja. Geh noch nach unten. Mal schauen, ob da mehr kommen. Oder ob es halt einfach auch so reicht. Als Dual-Lane sollte es noch reichen. Da wird Necro angegriffen und sollte down gehen, weil Skewer ist vorhanden. Genau, und ja, kein Mana, aber wird down genommen. Und sie sind halt super squishy, Level 2 gerade. Erst gegen Magnus Level 4. Es ist halt auch schon einiges an Redclicks, die da rauskommen. Und Necro ist als Support gespielt auf Level 2. Mit jetzt zwei Toten doch wesentlich weit entfernt vom Tanky sein. Und puh, die Luna, ja, kriegt doch einiges an Damage vom Scarlet Mage hier.
Nicht zu unterschätzen, der Harris davon. Relativ übel. Aber in die Mitte Lane, wenn ihr jetzt hier den Nachsitz sieht, PA farmt doch ganz gut. Die Frage ist jetzt, ob die Venture Spirit das ein bisschen unterbinden kann. Luna hat jetzt den Bracer als erstes gekauft. Sonst komplett low, das ist bitter. Luna muss jetzt hier aufpassen. Nein. Erstmal noch passiert da noch nichts. Mit dem Assassin. Oh Gott, mit einer Haste. Kann sie da erstmal tun und lassen, was sie will. Und es sind die Gods, die jetzt nach unten rotieren, die Trailern komplettieren. Die Frage ist halt, wie schnell. Ja, sie müssen halt auf jeden Fall was machen, weil Harris-weise haben da doch die haben TT da die Nase vorne. Immerhin jetzt für Magnus die Mana Boots und das wird noch wesentlich mehr Harris geben. Ah, daneben. Jetzt könnte aber Scarlet Mage ein Problem haben. Sollte hier down gehen. Das reicht eventuell nicht ganz, doch der Hit reicht. So dementsprechend den ersten Kill für die German Gods. Und bitter nötig auf jeden Fall. Wie die Lanes bisher laufen, wäre das übel. Aber naja, Scarlet Mage ist wieder da, hat wieder volles Mana und wird jetzt erstmal ein bisschen Harris beginnen. Sollte vielleicht sich auf einen Helden konzentrieren, weil Necro halt ja alle gleichmäßig. Wow. Nicht so das Problem. Eventuell können wir lange Zeit halt die Hardstopper Aura da hier den Harris raushauen. Ah, Slows drauf auf Loki. Und einiges an Damage. Und ich glaube, es sollte hier down gehen mit dem Extra Camber. Nein! Kriegen sie nicht ganz hin. Wir jetzt auf Magnus, aber es kann halt auch kein Damage da. Also alle sind low. Das wollen sie nicht. Hingegen auf der anderen Seite, Faces Void ist schon weggelebt. Könnte hier ein Problem haben. Salve wird auch unterbrochen und jetzt wird er von seinen eigenen Creeps geblockt und von einem Fireblast down gebracht. Das ist bitter, der wäre aber sowieso auf Cooldown gewesen. Muss man dazu sagen. Einzige, was noch relativ passiv ist, ist tatsächlich die Mitte. Phantom Assassin hier mit einer Double Damage Rune. Übel. Hätte ich vielleicht gedacht, dass sie jetzt sogar reinspringen wollte. Aber will sie auch nicht übertreiben. Hat ganz guten Farm hier gerade. Kriegt alles, was sie haben will. Daher glaube ich nicht, dass sie sich so wirklich aus der Ruhe bringen lässt. Rune. Mal schauen, was da für die Phantom Assassin kommt. Eine Haste Rune. Zusammen mit der Double Damage könnte tatsächlich ein Kill werden. Die Frage ist halt, ob sie da wirklich kommen will. Oh, erstmal Bloodlust. Wenn sich die Viper da zeigt, ist sie tot. Ja. Haste Rune anmachen. Haste Rune, ja. Aber, der Viper Strike macht doch ein bisschen wesentlich mehr Damage, als ich dachte. Ono ist noch nicht vorhanden. Und Haste wurde nur zum Abhauen benutzt. Ich doch die zweite Rune und kann erstmal komplett wieder hochbotteln. Ja gut, Luna ist schon wieder gestorben. Und wirklich auf alles achten hier. Sehen einige Dinge. Oh, die Venture Spirit könnte jetzt ein Problem bekommen, aber er ist nicht sicher, ob sie da rein will. Weil der Stun ist immer noch da. Macht doch einiges an Damage. Aber hätte sie auf das Mana geguckt, wäre die Venture Spirit auf jeden Fall tot gewesen. Easy Dagger Backtracks. Ja, Phantom Assassin hat jetzt wohl bald ihre Portraits fertig. So hat sie fertig. Bin gespannt, ob da irgendwie Greed jetzt eine Rolle spielen wird in dem Item-Bild. Ob sie jetzt, weiß nicht, Battlefield First geht. Oder was sie denkt, was sie dort kaufen muss. Auf jeden Fall, wir sehen auch schon am Farm. TT hat da die Nase vorn, gewinnt quasi alle Lanes. Und German Gods müssen da was machen. Wir haben durchaus Late Game, aber die PA crusht halt bis ins Ultra Late Game hin. Wenigstens mit der AP alle und besonders hier so eine Viper ist da ziemlich schnell gut. Phantom Assassin nimmt sich wieder den Last Hit, 1400 Gold. Winter könnte sogar ein, Maelstrom gehen. So ein Mjolnir gegen German Gods. Wäre durchaus eine Möglichkeit, aber
Thor spielt gerade nicht mit, ihn mit einem Mjolnir zu crushen. Aber hey, immerhin Papa Odin kann man mal ein bisschen was auf die Birne geben mit ein paar Blitzen. Aber, ja, okay, einfach ein Midas. Warum nicht? Will ich auch eine Möglichkeit. Sind hier weit genug vorne? Sagt sich, hey. Die AP ist zwar jetzt ready, aber. Noch keine Lust. Also warten wir einfach noch ein bisschen ab. Haben wir Zeit. Definitiv. Mit der PA und Magnus ist es durchaus Late Game möglich. Außerdem farmt die Mirana auch nicht so schlecht. Hat Drums fertig. Aquila fertig. Und. Ja, mit dem Gloves of Haste ist sie tatsächlich jetzt so langsam auch schon auf dem Weg zu ihrem Maelstrom. Diese erstmal. Ja doch, Maelstrom. Findet hier. Wollte vielleicht den nicht treffen, aber kriegt den. Ah, falscher Blast. Wir dürfen ja beide bekommen. Shockwave ist da ready. Und sie wollen auf jeden Fall sicher gehen, dass die Luna stirbt. Und Scarif Mage dive dann eben für den Kill. Arrow auf Faces Void, der da drin gefangen ist, hat ein paar Backtracks gemacht, das reicht aber noch lange nicht aus. Und auf Faces Void geht hier down. Wieder so ein 3-0 Trade und 10-1 jetzt für TT. Tja, ich glaube mal, die Midas war tatsächlich eine falsche Wahl. Weil das Ding wird in 5 Minuten vorbei sein und dann hat Phantom Assassin keine Items und hat nichts getan in diesem Spiel, außer in der Mitte zu farmen. Und einen Kill zu bekommen auf die Viper. Also vielleicht. Spielspaßtechnisch nicht so die optimale. Der optimale Item-Pick. Double Damage unten, die kriegt die PA aber nicht. Holt sich hier erstmal die Bounty-Rune. Könnte eventuell jetzt sehen, okay. Kommen wir jetzt. Threads sind jetzt fertig auf der PA. Ah, aber die Double Damage-Rune liegt immer noch. Ich glaube, die PA sollte sich so langsam auf den Weg dorthin machen. Naja, Blink Dagger, 1000 Gold. Aber mit meinem Boots und Bottle vorher ist es natürlich nicht so einfach. Jetzt kommt das Lobby da raus, aber auf die Ventures Bild nicht auf die Luna. Könnte allerdings ein sehr starkes Problem damit haben und sollte, je nachdem, wie lange das Silence hält, na, könnte das überleben. Okay, Mystic Flare committed. Just to be sure. Ja, musste man nicht, aber wir sind weit genug vorne und wollten unbedingt ein paar Kills haben. Sich das vielleicht doch gelohnt hat. Arrow off the mark. War zu spät. Dann ist jetzt aber da und das sollte ein Kill werden. Starfall macht doch einiges in Damage. Und auch so eine PA. Mit Bloodlust. Ist da sehr, sehr schwierig aufzuhalten. Void muss auch noch wegjumpen. Disjointed tatsächlich das Orb nicht. Also nicht alles disjointed und. Ja, okay. First Build. War da vielleicht ein bisschen zu naiv, da rein zu DP'en. Hätte er definitiv abbrechen müssen. Magnus ist 200 Gold vor seinem Blinkdagger. 300 Gold. Ah. Gute Gra und Hit ohne Backtrack. Ist natürlich teuer. Mystic Flare auf Cooldown und wesentlich zu wenig Mana dafür. Mana Boots, 5-Man Action von TT, die jetzt einfach die Mitte holen. T2 Tower wird hier down gehen, eventuell wird sogar der T1 Tower und gepressured werden. Aber dauert auf jeden Fall noch und haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit da rein zu DP'en. Link Dagger für Magnus, der gerade kommt und TP ist nach unten. German Guards haben schon eingesehen, okay, wir müssen hier raus. Luna MH, also so. Ja, was soll man das bedeuten? Anyway. Vielleicht bin ich ja nur tot. Achso, Mappack. Achso. Ja, als ob, genau. Genau, weil nicht nur dann TP reinkommt, sondern man gesehen hat, dass alle Leute hier irgendwie in die Richtung waren. So, okay. Außerdem, die letzte T1-Tower ist hier. Hätte gedacht, dass sie dann dahin gehen. Ah. Magnus ist fein. Rollt hier ein bisschen rum. Weiß definitiv, dass er nichts zu befürchten hat. Düsen Beam ist knapp daneben. Und das war bitter, ja. Hat sogar noch die Luna getroffen. Immerhin eine Krone, die nicht ganz daneben ist. Ein Helden ist besser. Ein Heldentreffen ist besser als kein Heldentreffen. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang nicht, aber naja. Soll es gewesen sein.
Gem Guards hier in der Defensive. Ich glaube, das Spiel lassen wir komplett ohne. Ah, oh, da kommt tatsächlich das Skewer. Eclipse macht einiges an Damage auf Magnus, aber es reicht noch lange nicht. Bottelt hier wieder hoch. Und mit der Haste-Rune einen schönen, einfachen Kill auf die Luna. Mal schauen, ob sie jetzt hier... Ja gut, T2 Tower ist, wird auch gerade angepusht. Dementsprechend rotieren sie einfach hoch. Die sind sich zu 100% bewusst, dass sie das nicht müssen. Aber mal schauen, ob sie hier sicher spielen oder nicht. Arrow trifft nicht. Ob sie jetzt hier auf Pickoffs warten, ob sie den T2 Top pushen, ob sie Roshan machen. Die Welt steht dem Tiny Team offen. So, Fanny, verkacks. Nein, okay. Na gut, Trollchen müssen rum. TT lässt die Muskeln spielen. Allerdings, Sentries stehen, beziehungsweise war einfach zu nah dran. Oh Mann. Ups, würde ich da mal sagen. Ja, ich glaube, hier wäre es besser gewesen. Zu nah dran, bisschen gefailt. Aber immer noch Runenkontrolle ist da. Und sie holen sich jetzt den Top T2 Tower. So halb. Gem Guards kann er nicht wirklich reagieren. Itemweise sieht das halt Ganze noch relativ schlecht aus. Was haben Gem Guards? Luna hat fast. Ja, fast ihre Drums. Viper, Ring of Aquila und Face Boots. Mehr noch nicht. Viper gerade als stärkster Hero mit die Hälfte an CS von Mirana und von Phantom Assassin. Dementsprechend hier sehr, sehr weit hinten von den Gem Guards. Ja, mit Chrono können sie noch ein bisschen was machen. Die Frage ist halt, wie viel? Weil jetzt fehlt halt der Damage einfach. Wir haben da Control, aber damageweise ist es schwieriger. Oh, oh. Arrow hittet Luna. Das sollte eine tote Luna sein. Und AP auf. Oh, schöner. Ja. Schöne Chrono, aber nichts. Nicht möglich, da mehr zu verhindern, denn die Chrono hat nur das offensichtliche weiter delayed. Viper wird hier down gehen, Arrow trifft tatsächlich und Scarlet Mage hat einen Triple Kill hier, LeBron. Und der Shadow wird aktiviert, um hier nicht zu viel verlieren. Und nach den Buybacks hier von der Luna. Ja, Luna und Void müssen dabei wecken. Wird das Ganze, ja, ziehen sich zurück, aber ich glaube, mit der nächsten Wave könnten sie hier Gem Guards den Todesstoß verpassen. Wunderschöne AP, sie sogar 3 hätte getroffen, wenn nicht der erste schon down wäre. Ja. Knapp daneben. Und jetzt ist es zumindest wieder ein 5-on-5. Sie ist ein 4-on-5. Denn die PA ist noch nicht ganz da, ist im letzten Game halt doch noch schnell gepoppt. Weil erst Battle Fury vor dem BKB. Dementsprechend ist sie halt relativ squishy, besonders in so einer Chrono. Besonders von der Luna, okay, die Luna hat jetzt nichts gemacht, aber die Viper und ein Stun von der Venge machen doch einiges an Burst Damage. Sind jetzt hier gesplittet, PT. Wollen vielleicht, ja, wollen erstmal irgendwo Highground werden, Highground gehen und dann, naja, irgendwann dann. Highground gehen und eine schöne Off-Position von Gem Guards rausbekommen, die sich hier schön zurückhalten und erstmal nicht gecatcht werden, aber, ja, der zweite Skewer daneben. Wir sind halt jetzt auch vorbereitet. Blink Dagger, Scary Earth Mage, Ancient Yasha. Ja, die Items sind da, es ist prinzipiell alles da. Auf die AP, die jetzt sogar wieder fertig ist. Oh nein, die Luna catcht schon wieder was. Brauchen sie gar nicht erst reinzugehen. Jetzt ist die Krone aber nur auf einen, das ist bitter. Und Magnus wartet hier auf seine Q. Wird sie ja vielleicht nicht finden. Und Wicked Sick. PA ist on fire.
wo ich sie auch mit einem One-Shot, einfach mit Triple Kill, auch noch die Ventures build, und das könnte es hier gewesen sein für German Gods. Aber noch bleiben sie drin. Und hier, GG. Curry wird noch kurz reingefeedet. Richtig von TT. Und ja. Zack, 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 zack. Papis, und das Spiel war relativ eindeutig hier für... Hä? Weil es jetzt die ganze Zeit Captain's Mode Draft bitte nicht. Nein. Nichts funktioniert hier, oder? Ah ne, das war's nicht. Okay. Nevermind. Meine Programme funktionieren noch sich so ein bisschen. Relativ überzeugendes Muskelspielen von Tiny Team, wo das Matchmaking leider die Starken zu den Schwachen gestellt hat. Konnten sie nicht viel machen gegen TT, die den dritten Platz ja im letzten Spiel gemacht hatten. Gut, ich bin Sysseson, und man sieht sich im nächsten Spiel. Wir haben noch ungefähr 6 Stunden Dota vor uns und 5 Spiele plus Best of 3 Finale. Das ist noch einiges. Bis dahin, stay tuned.